Für Funktionsfetischisten wie mich ist die Nutzung der Despawn-Mechanik von Cities Skylines einfach keine Option. Wenn ein Fahrzeug auf der Straße ist, dann muss es sauber zu seinem Ziel kommen. Ein Reset kommt nicht in Frage. Ihr wisst das, deshalb habt ihr auch meinen Kanal abonniert. Eine der größten Problemzonen von Cities Skylines ist der Transit von Frachtverkehr zwischen dem Industriegebiet und der zu beliefernden Stadt. Alles über Straßen zu erledigen funktioniert irgendwann nicht mehr zuverlässig, beziehungsweise sorgt für heftigen Verkehr an manchen Kreuzungen oder Kreisverkehren. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Fracht vom Zug mitten in einer Stadt auf die Straße bringt und darüber hinaus noch so verteilt, dass es keine Verkehrsprobleme gibt. Die Fahrzeuge kommen von Frachtbahnhöfen und werden dann auf einen sechsspurigen Kreisel verteilt. Innerhalb dieses Kreisels befinden sich Ausfahrten in ein unterirdisches Straßensystem, das den Verkehr zu den gewünschten Anschlusspunkten in der Stadt leitet. Der Trick dabei ist, dass wir den Fahrzeugen nicht erlauben, sich ihre Ausfahrt frei auszusuchen. Stattdessen sorgen wir dafür, dass die Fahrzeuge auf ihren Spuren bleiben müssen und nicht in Spurwechselkonflikte mit anderen Fahrzeugen geraten. Aber wie baut man den Kreisel und wie stellt man ihn richtig ein? Das zeige ich euch jetzt. Den Frachtkreisel gibt es darüber hinaus auch im Steam Workshop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir fangen mit einem sechsspurigen Kreisverkehr mit einem Radius von 2 Straßeneinheiten an. Danach bauen wir die Zufahrtsstraße. Beim Übergang auf den Kreisel achten wir darauf, dass die Zufahrtsstraße möglichst sanft in den Kreisel übergeht. Dann folgt der Straßenverteiler im Inneren des Kreisels. Dafür verwenden wir eine zweispurige Autobahn, die im Add-on Mass Transit enthalten ist. Wir bauen einmal fast komplett rundherum. Und am Ende gehen wir mit der Straße eine Etage tiefer. Dann nehmen wir die Autobahnauffahrt und suchen uns die Einrastpunkte auf dem Kreisel. Jetzt legen wir einmal rundherum solche Zufahrten an. Im Moment haben wir 7 solche Zufahrten, wir brauchen aber nur 6, schließlich hat der Kreisel auch nur 6 Spuren. Einen können wir also raushauen. Wir nehmen den letzten. Jetzt brauchen wir die Ausfahrten und die bauen wir wie folgt. Je eine Tunnelabfahrt nach oben und eine nach unten. Wenn ihr dieses Objekt aus dem Steam Workshop herunterladet und aufbaut, dann sind nur diese Tunnelanfänge vorhanden. Das hat folgenden Grund. Würde ich die unterirdischen Straßen anbauen, etwa so, das dann hochladen und ihr setzt es in eurem Spiel, dann trefft ihr auf Probleme beim Weiterbau der unterirdischen Straßen. Das liegt an einem Bug,
der dafür sorgt, dass unterirdische Straßen aus Editor-Objekten teilweise zu nah an der Oberfläche sind und deshalb gern mit Oberflächenstraßen in Konflikt geraten. Deshalb zeige ich euch hier, wie diese Ausfahrten im Spiel angelegt werden müssen. Ein enger Bogen von innen nach außen und eine Ausfahrt von der äußeren Seite bis zur zwei- oder mehrspurigen Verlängerung. Fehlen noch die Zubringer zur Zufahrtsstraße. Mit einem ungefähren Abstand von 10 Kästchen legt ihr solche Zufahrten an. Und da haben wir das gute Stück schon fertig. Es ist eigentlich ziemlich schnell aufgebaut. Aber damit das Ding auch korrekt funktioniert, müssen wir noch die unterirdischen Ausfahrten legen, die ich euch bereits kurz gezeigt habe. Und wir müssen natürlich noch die Spuren einstellen. So sieht der Frachtkreisel im Spiel aus, wenn ihr ihn platziert habt. Nachdem ihr alle Ampeln mittels der Modifikation Traffic Manager President Edition entfernt habt, baut ihr 6 Frachtbahnhöfe unterhalb der Auffahrten zur Zufahrtsstraße, jeweils rechts an eine zweispurige Einbahnstraße. Dann müsst ihr das bereits angesprochene unterirdische Straßennetz an jeder einzelnen Ausfahrt des inneren Zubringers anlegen. An jeder Abfahrt vom Kreisel führen 2 Ausfahrten unterirdisch raus und werden dann von einer zwei- oder mehrspurigen Autobahn aufgenommen. Ganz am Schluss habe ich mal vorgemacht, wie auch eine dreispurige Autobahn verwendet werden kann. Dazu gleich mehr. Sinn und Zweck des Frachtkreisels sehen wir in der Übersicht. Von hier aus können wir den Verkehr nämlich frei nach Belieben überall hin verteilen. Jeder unterirdische Verkehrsarm führt in diesem Beispiel auf 2 Anschlusspunkte. Theoretisch sind sogar noch viel mehr denkbar, wenn ihr beispielsweise zwischendurch noch zusätzliche Anschlüsse legen wollt. Kommen wir zur eigentlichen Magie der Geschichte und das ist die Spurmagie. Die Modifikation Traffic Manager President Edition ist dazu unbedingt notwendig. Von jedem Frachtbahnhof führt eine Straße auf die Zufahrtsstraße und wir legen für jede Bahnhofszufahrt eine eigene Spur auf der Zufahrtsstraße fest. Wir achten darauf, dass die Fahrzeuge dauerhaft auf der zugewiesenen Spur bleiben. Dann führen wir den gesamten Verkehr auf den Kreisel. Das hier oben erkläre ich gleich noch. An der ersten Abfahrt des Kreisels wird die innere Spur auf den inneren Verteiler gelenkt und die anderen Spuren des großen Kreisels rücken jeweils eine Spur nach innen. Spur 2 geht auf Spur 1, Spur 3 auf 2 und so weiter. Wir sorgen natürlich weiterhin dafür, dass die Fahrzeuge immer auf einer Spur bleiben. An der nächsten Abfahrt nehmen wir wieder eine Spur weg, an der folgenden wieder eine Spur und so weiter und so fort.
Wenn nur noch zwei Spuren übrig sind, nehmen wir sie nicht mehr komplett weg, sondern lassen beide Spuren offen. Das tun wir aus folgendem Grund. Ganz am Ende geht's nämlich nochmal zweispurig zurück in den Kreisel. Dadurch bringen wir noch mehr Optionen rein. Fahrzeuge vom Frachtbahnhof 5 und 6 können so zusätzlich auch auf die Ausfahrten 1 und 2 fahren. Diese beiden Spuren können hier also nochmal in andere Ausfahrten geleitet werden, während die von unten kommenden Fahrzeuge eine Ausfahrt nehmen oder zur nächsten weiterfahren können. Dieses Prinzip verwenden wir an fast jeder Ausfahrt. Am Schluss habe ich eine dreispurige Autobahn als Ausfahrt. Wir könnten theoretisch unterirdisch mindestens drei verschiedene Straßen wegführen. Also leiten wir an dieser Stelle eine Spur zusätzlich konfliktfrei weiter. Das Ganze seht ihr jetzt nochmal in der Übersicht. Wenn ihr es nachbauen wollt, pausiert einfach an dieser Stelle und prüft eure Spurverbindungen. Danach sorgen wir noch dafür, dass die Höchstgeschwindigkeit auf unbegrenzt gesetzt ist, damit ein bisschen Speed auf die Straße kommt und der Verkehr schnell weggeräumt wird. Zuletzt gibt es noch ein mögliches Add-on für die Frachtbahnhöfe. Wir können noch einmal 6 Frachtbahnhöfe zusätzlich anschließen. Unser Kreisel verträgt das locker und auch die Zubringer zur Zufahrtsstraße schaffen noch mehr Verkehr. Wir sorgen zuerst dafür, dass die Straßen an den Frachtbahnhöfen keine Geschwindigkeitsbegrenzungen aufweisen. Am Kopf der Straße laufen beide Spuren in der Auffahrt zusammen. Davor sorgen wir dafür, dass die Fahrzeuge die Spuren nicht wechseln können. Die zusätzlichen Frachtbahnhöfe haben wir so angelegt, dass die Fahrzeuge auf die linke Spur rausfahren. Wir achten darauf, dass sie dort auch bleiben und sich nicht früher als vorgesehen mit dem Verkehr aus dem ersten Frachtbahnhof treffen. Im Spiel sieht das dann so aus. Die Fahrzeuge vom unteren Frachtbahnhof treffen sich erst ganz oben an der Auffahrt zur Zufahrtsstraße mit den Fahrzeugen des oberen Frachtbahnhofs. Das ist unsere einzige Konfliktstelle im System, die aber nicht weiter ins Gewicht fällt, da es sich nicht um einen konstanten Fahrzeugstrom handelt, der auf die Auffahrt zugeführt wird. Zwischen den ankommenden Güterzügen gibt es nämlich immer eine kleine Pause, sodass sich ein kleiner Rückstau immer wieder auflöst. Damit unsere Frachtbahnhöfe und der Kreisel auch Servicefahrzeuge bekommen, aber kein anderer Verkehr durchgelassen wird, beschränken wir die Zufahrt ganz unten über den Traffic Manager auf Servicefahrzeuge. Damit wäre unser Superverteiler fertiggestellt. Wie man die Frachtbahnhöfe im Industriegebiet so platziert, dass sie einigermaßen gleichmäßig Frachtzüge losschicken, zeige ich euch in Kürze in meinem Video zur perfekten Stadt. Bis dahin, reingehauen!